Herr Steiner, in der Saisonvorbereitung hat man sich bei vielen Verpflichtungen, die Sie gemacht haben, verwundert die Augen gerieben und sich gefragt, wie Sie es schaffen konnten, so viele hochkarätige Neuzugänge zu bewerkstelligen. Ja, das ist richtig. Das ist uns gelungen, indem wir Einheimische, also ehemalige Jugendspieler von uns, angefragt haben und zu denen auch gesagt haben, wir würden hier in Weingarten gern was aufbauen und ob von ihrer Seite auch Interesse besteht, dass wir da eine tolle junge Truppe aufbauen mit ein paar erfahrenen Leuten. Und ja, dann ist es uns halt eben dieses Jahr gelungen, eben diese Weingarten auch wieder zurückzuholen. Ja. Waren Sie heute mit dem Spiel zufrieden? Ja, natürlich ist es immer ärgerlich, wenn man kurz vor Schluss noch ein Gegentor bekommt, aber ich denke, das Ergebnis ist gerecht und das 1:1 geht vollkommen in Ordnung. Ja, das ist immerhin auch gegen den letztjährigen Zweitplatzierten, Relegationsplatz, jetzt ist, gab fast Aufstieg in die Landesliga, von daher denke ich, sind wir durchaus zufrieden, ja. Viele sehen Sie ja auch und aufgrund der Verstärkung ganz vorne diese Saison. Wie sehen Sie das? Ja, unser Ziel ist es auf jeden Fall natürlich stärker zu sein wie letztes Jahr. Unser Ziel ist so zwischen Platz 7 und 4 zu erreichen und mal schauen, wie die Saison jetzt weitergeht. Wir sind auch ganz zufrieden. Wir haben jetzt zwei starke Gegner auch schon hinter uns, Knieling und eben Auerbach. Und von daher, bisher sind wir wirklich zufrieden und unser Ziel ist so zwischen Platz 7 und 4. Ich habe es ja gesagt, dass manche Sie als Aufstiegsfavorit sehen. Nehmen Sie diese Rolle an oder versuchen Sie diese eher von sich zu weisen? Nee, die versuchen wir eher von uns zu weisen, weil wir das wirklich noch nicht so sehen. Wir haben sehr viele Neuzugänge, die müssen auch integriert werden. Das braucht auch noch ein bisschen Zeit, bis die ganzen Abläufe auch stimmen. Und von daher wollen wir das aktuell nicht annehmen.